Herzlich willkommen zu Glücklich sein anders. Es gibt immer einen Rausweg. Dein Persönlichkeitsentwicklungspodcast für mehr Lebensfreude und Glück. Mein Name ist Dirk Vollmer und ich heiße dich auch heute wieder ganz herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Ich möchte mit dir heute über Freiheit sprechen und wie du für dich die maximale Freiheit erlangst. Bevor ich aber darauf eingehe, wie immer mein Hinweis: Wenn dich dieses Thema interessiert, und davon gehe ich aus, weil du hast eingeschaltet, konzentriere dich nur auf die Inhalte, denke damit, reflektiere die. Kein Multifokus, kein Multitasking, sondern bleib dabei, da ziehst du den maximalen Wissen für dich heraus. Zudem auch direkt am Anfang der Hinweis: Ja, wenn dir meine Inhalte gefallen, bitte hinterlasse eine Bewertung bei iTunes. Ich habe da nochmal reingeschaut und da ist irgendwie gefühlt seit Jahren nichts mehr passiert. Und da würde ich mich einfach super freuen, wenn da bei iTunes nochmal ein bisschen Schwung in die Sache kommen würde, weil das einfach die wichtigste Bewertungsplattform ist, die Podcasts nach wie vor haben. Und deswegen verlose ich auch ein 2 Stunden Online-Coaching für alle neu dazugekommenen Bewertungen, alle neu dazugekommenen 5-Sterne-Bewertungen, weil im Internet zählen leider nur die guten Bewertungen. Und deswegen verlose ich sozusagen unter allen, die da neu hinzukommen, ein 2 Stunden Online- oder Live-Coaching, je nachdem, wo du der oder die glückliche Gewinnerin dann herkommt. Das Ganze wird laufen, ich schaue mal noch mal kurz auf meinen Kalender. Bis nach den Osterferien, da ist noch ein bisschen was Zeit. Da würde ich mich super freuen, wenn du daran teilnimmst. Wenn du nicht weißt, wie du bei iTunes eine Bewertung hinterlassen kannst, schicke ich dir in die Videobeschreibung einen Link, auf den kannst du klicken und dann kannst du dir das angucken. Und wenn du selber kein Apfelgerät haben solltest, dann geht das natürlich auch am Desktop. Dafür lasse ich auch eine Beschreibung da. Oder du schnappst dir das Phone von deiner Partnerin, deinem Partner, deinem Freund, deinem Bekannten, der Oma oder wem auch immer und sagst: Ey du, ich leih mir das mal kurz, klickst meinen Podcast an, lässt die Bewertung da, noch eine coole Rezension, also noch ein paar geschriebene Sätze. Ich bin dir super dankbar. Ich finde es großartig. So, lass uns aber einsteigen. Und ich habe am Ende auf jeden Fall noch eine kleine Überraschung am Start. Aber jetzt erstmal zum Thema Freiheit. Was ist Freiheit? Und ich glaube, es gab auch unterschiedliche politische Strömungen oder so mal in die Richtung. Und dann gibt es natürlich sowas wie die Liberalen, die in Deutschland vertreten werden durch die FDP. Dann gibt es die Neoliberalen, also die Neoliberalen. Und es gibt natürlich sowas wie Anarchie. Vielleicht als für viele als so dieser maximale Begriff von Freiheit. Aber ist denn Anarchie wirklich Freiheit? Und die Antwort lautet nein. Denn selbst in anarchischen Systemen gibt es natürlich ein Grundverständnis auf eine gewisse Art von Regeln. Sonst würde auch das natürlich nicht funktionieren. Also wir haben im Außen, du kennst den Begriff natürlich schon mittlerweile, heißt alles, was nicht in dir selber abläuft, gibt es immer Beschränkungen, was so die maximale Freiheit anbelangt. Die setzt der Staat, die setzt die Gewalt, also die ausführende Gewalt sozusagen, wir haben eine Gewaltenteilung und da kannst du natürlich gegen verstoßen. Aber dann hat das natürlich, wenn du erwischt wirst zumindest, hat das Konsequenzen. Soweit ist es aber auch, glaube ich, klar. Das heißt, wir werden im Außen nie die maximale Freiheit erlangen können. Wir haben natürlich die Möglichkeit, uns im Außen mehr Freiheit zu generieren. Und das ist sozusagen, was viele dann wollen, wenn sie sagen: Oh ja, ich möchte irgendwie frei sein, ich möchte unabhängig sein, ich möchte ja, über meine Zeit bestimmen oder sowas. Dann sprechen viele sozusagen von einer finanziellen Freiheit, von einer finanziellen Unabhängigkeit. Und das ist für viele natürlich total schwer zu erreichen, weil sie sich dann oft auch denken: Ah, finanziell frei, was heißt das für mich? Ich glaube, vor 20 Jahren hätte man gesagt: Ja, wenn man so 1 Million hat oder sowas. Heutzutage wird das, glaube ich, dann so bei 4-5 Millionen angesetzt. Du kannst ja mal für dich da eine Zahl auf den Zettel schreiben und sagen, was für dich finanzielle Freiheit bedeuten würde. Und finanzielle Freiheit zu erlangen, ist grundsätzlich so ein bisschen wie im Lotto. Jeder kann das schaffen, aber nicht alle. Und ich höre jetzt schon die einzelnen
Hater sozusagen, die sagen, sie sind für Pessimismus oder was auch immer. Nee, so funktioniert unser Spiel. Also das würde nicht mehr funktionieren, so wie es jetzt ist, wenn sozusagen alle Millionäre wären. Natürlich trotzdem kann es, geht es darum, oder begrüße ich das, wenn du finanziell frei wirst. Nur in unserem jetzigen System ist es nicht für alle sozusagen angedacht, sondern ja, jeder hat da sozusagen Möglichkeiten. Vielleicht hast du bessere Startmöglichkeiten als jemand anders, vielleicht aber auch schlechtere. Grundsätzlich sind wir hier in Mitteleuropa oder in Deutschland sehr privilegiert, was unsere Startposition anbelangt, wenn wir jetzt zum Beispiel mal nach weite Teile von Afrika oder Asien schauen. Aber das ist ja auch eine andere Diskussion, sondern ich möchte sozusagen darauf wieder zurück. Also, wir können sagen, wir haben eine finanzielle Freiheit, also das Streben nach finanzieller Freiheit. Was ich dir aber noch mehr ans Herz legen würde, sozusagen, ist das Streben nach der Freiheit, dich zu entscheiden, ohne auf die Meinung von anderen angewiesen zu sein oder abhängig zu sein von der Meinung anderer. Weil wenn du dir sozusagen anguckst oder wenn du dich sozusagen immer nur wieder dahinsetzt in Konkurrenz sozusagen, was denken andere, was sagen andere, wie beurteilen mich andere, dann bist du nicht frei in deinem Tun. Und ja, das ist erstmal auch verständlich, weil wir alle eine gewisse Art der Sozialisation durchlaufen haben, alle ein bestimmtes Wertesystem, ein bestimmtes Glaubenssystem von zu Hause mitbekommen haben, was automatisch Grenzen aufzeigt. Und wir erinnern uns, wenn wir wieder zum Anfang zurückkommen, ja, wir haben auch immer Grenzen, sozusagen, die dann vom Staat oder so vorgegeben werden. Die Frage ist, baust du dir noch weitere Grenzen, ziehst du das noch enger oder durchbrichst du diese Grenzen, um Freiheit zu erlangen? Denn eine Chance zu wachsen und sich zu entwickeln ist natürlich diese gedankliche Enge, diese gedankliche Unfreiheit sozusagen zu transformieren in eine gedankliche Freiheit. So von dem, oh, ich schaffe das nicht, hin zu, ich kann alles packen. Ich kann alles packen, wenn ich an mich glaube und an mir arbeite. Und auch hier schränke ich das natürlich direkt wieder ein. Ja, alles ist in Anführungszeichen zu setzen. Aber schränk dich doch nicht von vornherein ein. Also natürlich würde ich niemanden, der aufgrund von irgendeiner Erkrankung oder so im Rollstuhl sitzt oder nur ein Bein hat, sagen, ja, du wirst Formel 1-Pilot oder fliegst Flugzeuge oder so. Keine Ahnung, schlechtes Beispiel vielleicht, aber du weißt, was ich meine. Aber dieses grundsätzlich zu sagen, wo beschränken dich deine Glaubenssätze, deine Erziehung, das macht man aber doch nicht, deine Abhängigkeit von der Meinung anderer. Ich habe da ein gutes Beispiel oder ich habe da viele gute Beispiele und du wirst dich vielleicht auch bei dem einen oder anderen wiedererkennen, wie sehr manche Menschen aufblühen, wenn sie ja, weiß ich, vom Sabbatical wiederkommen oder eine Reise getan haben oder aus dem Ausland, nämlich mal eine andere Perspektive erlangt haben und mitgekriegt haben, dass sie außerhalb ihres eigentlichen Umfeldes super existieren können und viel freier sind, weil niemand erwartet, dass sie so sind, wie sie normalerweise sind. Also nochmal, um es deutlicher zu machen. Deine Familie, deine Freunde, deine Bekannten, die wissen doch genau, wer du bist. Und du bist aber irgendwie komisch. Du verhältst dich aber in letzter Zeit seltsam oder so. Ja, hoffentlich. Hoffentlich verhältst du dich seltsam. Hoffentlich verhältst du dich anders oder komisch. Weil da findet das Wachstum statt, da findet die Veränderung statt, da findet das Interessante statt. Und es geht nicht darum, einfach irgendwas anderes zu machen, nur damit man Dinge anders macht. Das ist überhaupt nicht die Botschaft. Aber wenn du deine eigenen Grenzen und Einschränkungen, dein eigenes Gefängnis erkennst, deine eigene Unfreiheit erkennst, ja, dann nimm doch bitte den Hammer und schlag die Wände ein und geh in die Freiheit und in die Entfaltung und mach dich frei. Und das ist nämlich das Erste, was du machen kannst, während du auf dem Weg bist hin zur finanziellen Freiheit. Wenn du denkst so, ja, wenn ich denn mal finanziell frei bin, dann scheiße ich ja auf gut Deutsch gesagt auf die Meinung anderer. Nee, andersrum wird ein Schuh draus. Und es geht nicht darum, alle zu vergrämen und zu vergraulen und vergrätzen, aber geh doch bitte deinen Weg.
Mach doch bitte, was für dich wichtig ist, was dir wichtig erscheint. Und da geht es überhaupt nicht darum, asozial zu sein oder sonst irgendwas, aber geh deinen Weg, finde deinen Weg. Lass dich von der Meinung anderer nicht einschränken, lass dich nicht unfrei machen. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Und als nächsten Punkt noch dieses, das Gras des Nachbarn ist nicht grüner. Nimm dir diese Illusion, sozusagen, wenn du bei Social Media irgendwo unterwegs bist und du siehst immer nur die schönen Urlaubsfotos und die Katzenvideos und das leckere Essen und weiß der Geier was. Das hat mit der sogenannten Realität nichts zu tun. Und genauso ist das Gras beim Nachbarn nicht grüner. Also wenn du rüber guckst und denkst, ach, haben die schon wieder, die haben jetzt ein tolles Auto. Oder die waren jetzt schon wieder 2 Wochen im Urlaub oder das und das. Jo, das heißt null, dass die glücklicher oder zufriedener sind, sondern das ist, genau wie bei Social Media, ist es die Außendarstellung. Und Dinge, die die vielleicht für dich irgendwie wirken, weil sie schön designt sind oder nachbearbeitet sind wie Fotos oder weil sie neu sind. Das hat nichts mit Glücklichkeit oder mit einem Gefühl vom Glück zu tun oder mit einer glücklichen Grundschwingung oder mit Zufriedenheit oder mit sonst irgendwas. Ja? Weil du bist ja dann auch wieder im Außen. Kehr doch vor der eigenen Garage. Werde du doch zufrieden. Und wenn du glaubst, du wirst zufrieden, weil du ein neues Auto hast, ja, dann kauf dir ein neues Auto. Und wenn du glaubst, du wirst zufrieden, weil du an dir und deiner Freiheit arbeitest, dann mach das. Und dann bist du auch automatisch weniger abhängig von dem, was machen meine Nachbarn, was haben die jetzt, oh, die sind aber diese 6 Wochen in den Urlaub gefahren oder weiß der Geier was. Und das, hoffe ich, ist ein wichtiger Punkt. Und ich möchte dir auch jetzt einen Hinweis mitgeben, denn ich hatte das in einer meiner letzten Folgen schon mal angekündigt. Die 5 Dienstage im März wird es einen Live-Kurs hier in Köln geben, wo ich Themen rund um die persönliche Weiterentwicklung, also einen Persönlichkeitsentwicklungskurs, anbieten werde. 2,5 Stunden jeden Dienstag im März werde ich einen Live-Kurs anbieten. Teilnehmerzahl natürlich total begrenzt. Irgendwas so bis 12, 14 Personen oder so, wird in Köln-Lindenthal stattfinden. Also wenn du Bock hast, an dir zu arbeiten, einen Live-Eindruck zu bekommen und mit anderen in einer kleinen, überschaubaren Gruppe an dir und deinen Themen zu arbeiten, dann bist du herzlich eingeladen. Alle weiteren Informationen findest du auch auf der Homepage, findest du auch in der Podcast-Beschreibung. Und ich würde mich freuen, wenn du dabei bist. Also Freiheit, das ist genau nämlich das. Du kannst wirklich auf diesen verschiedenen Ebenen gucken. Ich fasse das nochmal kurz zusammen, weil das ist mir einfach total wichtig. Du kannst natürlich immer auf der Freiheitssuche sein im sogenannten Außen, indem du dich in Vergleich setzt, was haben andere, was ich nicht habe. Da wirst du immer verlieren. Du wirst immer jemanden finden, der irgendwas mehr hat, was auch immer. Du kannst auch immer gucken, habe ich genug Geld? Oder ich bin nicht reich genug oder sowas. Oder du kannst den Moment leben. Und ja, wir brauchen alle sozusagen in dieser Gesellschaft irgendwie eine gewisses Maß auch an Geld und liquiden Mitteln. Das ist völlig klar. Aber es gibt so viele Möglichkeiten, sich zu entfalten, Dinge zu tun, glücklich zu sein, die primär erstmal gar nichts mit Geld zu tun haben. Und es ist nämlich auch ein Glaubenssatz, man braucht Geld, um das und das zu machen, um glücklich zu sein oder was zufrieden zu sein. Fange vorher an, frei zu sein. Und dann wird sozusagen, wenn du tust, was du liebst, wenn du deinen Weg gehst, dann werden sich Türen öffnen, dann werden sich Möglichkeiten zeigen. Und dann wird sich, wenn das für dich wichtig ist, XY an Geld zu haben, dann wird sich auch das zeigen und wird dich freier machen. Aber umgekehrt funktioniert es halt nicht. Also Geld macht dich nicht automatisch frei. Geld macht sicherlich viele Dinge einfacher, aber es macht dich nicht automatisch frei. Und das andere ist halt, reiß dein Gefängnis ein,
um mehr Freiheit zu erlangen. Mach dich frei von den Gedanken. Es sind ja oft nur die Gedanken, die du hast, dass die dein Nachbar denkt oder dein Partner oder deine Bekannten oder deine Kollegen oder was auch immer. Die äußern das ja oftmals noch gar nicht. Und selbst wenn sie etwas äußern, was du glaubst, was sie stören würde, haben sie dann Recht damit? Ist das dann schlimm? Heißt das dann automatisch, dass du was ändern musst? Nein, nein, nein. Und wenn du nicht weißt, wie du mit Feedback umgehen sollst, dann sage ich immer meinen Lieblingsspruch zum Thema Feedback. Wenn dir einer sagt, du bist ein Pferd, dann ist er vielleicht ein bisschen verwirrt. Wenn dir zwei Leute sagen, du bist ein Pferd, dann ist das vielleicht eine Verschwörungstheorie. Wenn dir 10 Leute sagen, du bist ein Pferd, dann geh den Sattel kaufen. Aber nur, weil dir einer sagt oder zwei Leute sagen oder auch 3 Leute sagen, du bist immer komisch oder so, ist es eher ein Kompliment, wenn du mal anders bist, als dass die Leute dich erwarten. Wenn du Dinge in Frage stellst, wenn du dein eigenes Handeln auch mal in Frage stellst oder wenn du mal was anderes machst und wenn du was Neues ausprobierst. Herzlichen Glückwunsch. Das ist der Weg zur Veränderung, das ist der Weg zur Freiheit. Und ja, ich bin auch bei Social Media, aber mach dich davon frei, dass das alles immer sozusagen die Wahrheit ist. Ich meine, du kennst vielleicht meine Posts, ich poste irgendwelche Sprüche oder wenn ich mal irgendwie ein schönes Gefühl habe, es ist irgendwie schön oder ein schöner Moment oder so, dann mache ich so einen Schnappschuss und dann stelle ich den online. Von mir wird es keine nachbearbeiteten Fotos geben oder sonst irgendwas. Ja, weil ich möchte den Menschen helfen, sich zu entwickeln. Entwickeln nach ihrem eigenen, ja, nach ihren eigenen Wünschen und Vorstellungen und natürlich sozusagen die Potenziale in dir zu fördern. Und wenn ich dir irgendwas vorgaukel von irgendeiner Scheinwelt oder so, dann ist dir nicht geholfen. Deswegen bediene ich die Kanäle, so wie ich es für richtig halte. Das ist vielleicht nicht so, dass ich am meisten Follower oder sonst was kriege. Aber ich versuche das maximal authentisch zu machen, damit du auch den größten Mehrwert hast und damit ich in den Spiegel gucken kann. Ja, ich glaube, das soll es einfach gewesen sein zum Thema Freiheit. Ich hoffe, da war wieder was für dich dabei, ein paar interessante Gedanken. Schreib mir gern was in die Kommentare oder lass mir eine Nachricht zukommen. Ist natürlich ein Riesenthema, wie eigentlich alle Themen, könnte ich stundenlang drüber quatschen. Und habe natürlich auch nicht alle Aspekte beleuchtet, aber wenn dir irgendwas fehlt oder wenn du noch eine Anmerkung hast, lass da gerne einen Kommentar da. Und nochmal der Hinweis, gib mir gerne eine gute Rezension bei iTunes, lass gerne ein paar nette Worte da. Ich verlose ein 2 Stunden Live- bzw. Online-Coaching für alle 5-Sterne-Bewertungen bei iTunes. Und nochmal der Hinweis auf den im März startenden Kurs zum Thema persönliche Weiterentwicklung, Persönlichkeitsentwicklung. 5-Wochen-Kurs, 10 bis 12,5 Stunden, also entweder 2 Stunden pro Einheit oder 2,5. Alle Infos aber sozusagen immer in der Videobeschreibung und auf meiner Homepage. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Ich sage vielen Dank für deine Aufmerksamkeit, für deine ungeteilte Aufmerksamkeit. Und freue mich auf dein Feedback und wünsche dir jetzt erstmal einen ganz, ganz hervorragenden Tag, eine hervorragende Nacht oder wann auch immer du diesen Podcast hörst. Und denke immer dran, glücklich sein ist deine Entscheidung. Ich wünsche dir ganz viel Freude auf deinem persönlichen Rausweg. Mach's gut und tschüss.